So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Politik Simulator 3. Ich starte gleich mal wieder das Spiel, dass wir hier ein bisschen weiter vorankommen. Tja, diese Folge, was machen wir diese Folge? Wir schauen nochmal ein bisschen, wie unsere Werte allgemein aussehen. Sprich, ich möchte nochmal ein bisschen in Statistiken rumstöbern. Auch wenn das jetzt ein bisschen langweilig klingt und der ein oder andere jetzt wieder sagt, och, nö, jetzt liest er schon wieder Excel-Tabellen. Ja, ich möchte nochmal ein bisschen schauen. Einfach mir nochmal einen besseren Überblick verschaffen, wo wir denn jetzt noch ansetzen können. Dass wir eventuell, nicht wegen der Beliebtheit an sich, sondern dass wir vielleicht noch ein bisschen was investieren. Denn, ja, wie wir es schon mal gesagt haben, nur wenn wir was investieren, kann auch wieder was zurückkommen. Und das möchte ich mir so ein bisschen zunutze machen und möchte da versuchen, vielleicht noch ein, zwei Punkte zu finden. Zum Beispiel das mit der Energie können wir nochmal durchstöbern, dass wir vielleicht noch einen Vertrag machen. Nochmal schauen, wie sieht es mit unserer Bevölkerung aus, wie sieht es mit der Gesundheit aus. Und dass wir da vielleicht noch das eine oder andere eben ein bisschen steuern können, mit Hinblick auf das Jahresende, wo wir dann natürlich schauen, sollten wir dann immer noch einen Überschuss haben, dass wir dann entsprechend die kleinen Leute entlasten, sprich, dass wir dann die Einkommenssteuer entsprechend für die kleinen senken, ohne dass wir den großen ans Tasche oder an die Tasche gehen. So. Dann schauen wir mal. Okay, hier der Minister für Umwelt beglückwünscht sich, zu einer Regierung zu gehören, die aktiv und erfolgreich ist und von einem wirklich charismatischen Chef, LP Tom, geführt wird. Ja, meine Stimme ist gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen angeschlagen mal wieder. Aber es gibt wieder Lob, das ist toll. Ansonsten haben wir jetzt nicht so arg viel. Hier ist ein Doping-Skandal für den Bowling-Sport, okay. Ansonsten haben wir wie immer nur viel Außenpolitik, was hier in dem Fall ein bisschen nebensächlich ist. Ja, dann lasst uns mal erstmal reinschauen bei Energie, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was entsprechend tun können. So, hier haben wir Öl. Verkauf. Nun gut, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht nochmal einen neuen Vertrag aufsetzen können. Wen könnte man denn ein bisschen Energie verkaufen? Japan. Elektrizität. Ja, die sind aber auch gut dabei. Dann sollen wir doch wieder zu den USA gehen, aber alles mit den USA, da machen wir uns ein bisschen zu abhängig. Das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. China. Wo haben wir denn hier China, Chile? Bin ich blind oder finde ich hier China nicht? Oh, Schwarzmarkt. Okay, aber das können wir leider hier nicht. U-Boote mit Nuklearraketen können wir hier kaufen. Okay, wollen wir natürlich nicht. Ja, zurück. Ich suche eigentlich China. China, Costa Rica. Demokratische Republik Kongo. Fidschi, in Griechenland. Ich suche China, Jungs. Habt ihr China gesehen? Japan, Jemen. Kapverdische Inseln, okay. Ist immer so interessant zu sehen, was hier so alles gibt, ne? Lettland, Libanon, Litauen, Madagaskar, so. Malaysia, aber ich suche nach China. Vielleicht bei VW Volksrepublik China? Haha, na klar. Ja, alles klar. Also Elektrizität, dann gucken wir mal. Okay. An China können wir es auch nicht verkaufen. Das gibt es da gar nicht. Wir werden unsere Energie nicht los. Moment mal, wir wollen ja auch verkaufen. So rum. So. Aber trotz alledem
Ukraine. Ja. Also, ihr merkt, wir werden irgendwie unsere Energie nicht los. Las Bain. Ja, die ist alles. Ja. Und auch, ich glaube, mit Energie kann man derzeit keinen Blumentopf gewinnen. So leid es mir tut. Hier vielleicht. Durchschnittlicher Kaufpreis 177 und wir verkaufen es durchschnittlich für 91. Das heißt, wenn wir den Angebot machen, wir haben, das heißt, wir können ruhig noch ...3,4 und gehen dann natürlich mal noch ein bisschen runter. So, weil dann würden wir ja weit unter dem durchschnittlichen Kaufpreis liegen, dennoch auch ein bisschen über unseren durchschnittlichen Verkaufpreis. Versuchen wir mal, der Schweiz ein Angebot zu machen. So, was haben wir denn für die Zeitung? Ja, ich weiß, wir haben jetzt eine Woche quasi hier verplempert, nur für einen Vertrag. Okay. LB, das ist vor allem eine Vision, ein Anspruch und viel Arbeit. Das ist es, worum es läuft. Was setzt es, wenn Linson, der Minister für Kultur? Ja, da hat er recht. Unser Minister für Kultur, auch wenn er bei den anderen nicht so beliebt ist. So, hier werden wir auch wieder mal gelobt, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was wir mit den Berufskraftfahrern zu tun haben. Das ist mir einfach ein Rätsel. Ansonsten nichts Interessantes. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir das an die Schweiz loswerden. Ansonsten, bleiben wir auf unsere Energie wohl hocken. So, dann haben wir das erstmal ein bisschen abgefrühstückt. Die Subventionen laufen ja noch, soweit ich weiß. So, Einwanderung, Justiz, Geheimdienst und die Polizei. Einwanderung. Ja, das wollen wir eigentlich nicht verbieten, das ist ja Blödsinn. Wahlrecht von Ausländern brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist nichts. Oh, hier, das Schweizer Angebot. Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben das jetzt eigentlich für meiner Meinung nach relativ gutes Geld verkauft. Und die Schweiz kann es ja dann, vielleicht haben die irgendwie Verhandlungspartner, die jetzt bei uns nicht kaufen würden, können die es vielleicht wieder loswerden, das ist dann denen ihr Ding. Taiwan und China, was geht denn da los? Taiwan und China, also wenn die Chinesen mal loslegen, ja, dann wisst ihr Bescheid, dann hält die nichts mehr. So, Gesundheit. Ich möchte hier, wie gesagt, da nicht jetzt irgendwie zu viel wegnehmen. Weil eigentlich sollte das eigentlich klar sein. Wird uns jetzt auch nicht wirklich viel sparen. Wenn wir da was wegnehmen und dass wir sowas wie Mutterschaft natürlich unterstützt und Rettungsdienste ist eigentlich klar. Oder Dienste für die Alten, dass wir das jetzt nicht irgendwie ohne Not kürzt, ist richtig. Rückzahlung der Medikamente. Oh, das ist natürlich ein ganz großer Posten. Wo wir 89 Millionen, also mit Medikamenten, würden wir das rausnehmen, würden wir 376 Millionen. Also auch da könnten wir zur Not. Ich habe doch auf Abbrechen gemacht. Zur Not noch das eine oder andere machen. Ein Tsunami, 364 Tote. Eieiei. Ja, wir könnten also nicht nur bei der Forschung sparen. Theoretisch könnten wir auch sagen, bei der Zuzahlung der Medikamente. Aber ich möchte eigentlich auch, dass unsere Bevölkerung gesund ist. Befreiung der Beiträge für die private Rente von der Einkommenssteuer. Ist teilweise okay. Sterbehilfe regeln. Das sind natürlich dann schon fast moralische Fragen. Marihuana-Konsum hat man auch mal gesprochen. Das hat jetzt weniger Einfluss auf unsere Finanzlage, sage ich mal. Es hat eher Einfluss dann auf unsere Beliebtheit, so oder so rum. Es wird dann immer Leute geben, die sich dagegen sträuben. Es wird immer Leute geben, die das gut finden.
Ja, es ist mehr eine moralische Frage als wie eine finanzielle oder monetäre Frage. So, Schweiz haben wir hier jetzt für 364 Millionen Euro den Vertrag unterschrieben. Das ist auch schön. Die Arbeitslosigkeit sinkt auf 2,66%. Hier waren wir noch, ich glaube, Ende des Jahres bei 2,99. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Was uns natürlich hier auch wieder ein bisschen Geld in die Kassen spült. Denn A, müssen wir weniger bezahlen für die Arbeitslosen. Und B, kommt dadurch mehr Einkommenssteuer und so weiter zustande. Und ganz ehrlich, 2,66% Arbeitslose. Wir hatten angefangen bei, ich glaube, 5, noch was oder 6, noch was, ne? Also das ist auch eine wirklich gute Leistung, wo wir uns wirklich mal so auf die Schulter klopfen können. Moment. So, mal ein paar Mal auf die Schulter geklopft. Nee, ernsthaft, das haben wir relativ gut gemacht. Also, wenn man mal schaut, wir haben hier Wirtschaftswachstum. Einmal 5%, einmal 2,5%. Oder 5,5 waren sogar. Das heißt, wir sind hier, wenn das bis zum Jahresende so bleibt, haben wir in 2 Jahren ein Wirtschaftswachstum von 8% hingelegt und haben wir unsere Arbeitslosenzahlen von 5, auf 2,5 oder 2,6 gedrückt. Vielleicht wird es bis zum Jahresende noch ein bisschen besser. Ich finde, das sind Statistiken, das sind Zahlen, die können sich durchaus sehen lassen. Wenn wir jetzt noch, wie gesagt, den Haushalt noch so hinbekommen, dass wir wirklich komplett ins Plus rutschen, dann sind wir hier wirklich auf einem richtig guten Weg. Ist halt unheimlich schwer. Das hier zum Beispiel, ne? Staatsausgaben 4,96, Staatseinnahmen 4,90. Also es geht wieder ganz stark Richtung ausgeglichenen Haushalt. Und daher kommen dann wahrscheinlich dann auch am Endeffekt die Differenzen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwo ein bisschen was einsparen. Und dann kommen wir hier in der Tat zu einem Haushalt, der komplett schwarze Zahlen schreibt, also nicht nur Überschuss vor Bedienung der Schulden, sondern dann auch nachdem wir die Schulden abgezahlt haben, ist, denke ich mal, ein guter Weg. Also wir müssen hier theoretisch in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur noch 6 Millionen irgendwo reinbekommen. Dann haben wir auch das Ziel erreicht Die und Landesverteidigung natürlich. verfügt nicht über genügend Männer, um diese Mission durchzuführen. Ich Ich weiß denke. nicht, ob der mir das noch sagen möchte. So, mit gutem Beispiel voran. Das ist jetzt wieder hier wahrscheinlich, dass wir unsere eigenen Bezüge kürzen sollen. Ja. Es würde gut ankommen, mit Sicherheit. Es würde jetzt den Staatsetat nicht so sehr entlasten, eigentlich fast gar nicht. Es würde halt gut ankommen, aber ja, wie gesagt, ganz ehrlich, wir sind ja wirklich auf einem guten Weg. Und wenn wir es jetzt wirklich schaffen, dieses Jahr rumzubekommen. Jetzt guck mal, jetzt sind hier nur noch 4,7, 4,91. Es variiert immer ein bisschen, ja. Ihr seht, es ist immer so tendenziell. Aber es bleibt bei ca. 6 Millionen, die uns bis Jahresende fehlen. Und ich bin im Moment doch wieder geneigt. Ich bin wieder geneigt, nochmal zu schauen, wo wir ein bisschen einsparen können. Ne? Ich möchte jetzt nicht unbedingt was erhöhen, auf Krach diese 6 Millionen noch irgendwo herbekommen und dafür, keine Ahnung, nochmal Steuern erhöhen, sondern ja, ich möchte dann eigentlich schon schauen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass wir vielleicht irgendwo noch was einsparen, was nicht unbedingt nötig ist. Die Zuzahlung haben wir gesehen, ein Stern weg und wir haben gleich mal wieder ein paar Millionen drin. Aber das möchte ich ungern machen. Ist jetzt natürlich auch eine moralische Frage, ne? Hier geht es auch wieder leicht nach unten, 4,97. Hier waren wir schon mal ein bisschen besser, aber sind natürlich immer noch besser, wie wo wir 2013 das übernommen haben. Gut, wir müssen das ja nicht unbedingt in dieser Folge entscheiden, wo wir das einsparen können. In Bildung werde ich natürlich den Teufel tun und irgendwas sparen. Zumal das ja eh verschwindend gering ist hier. Das ist völlig klar, dass wir da nichts. Warum funktioniert manchmal diese Abbrechen-Button nicht immer? Dass wir da natürlich jetzt nicht irgendwie was Unnötiges wegnehmen, ist klar. Der 1. Mai, nicht nur der Tag der Arbeit. Was haben wir hier? Taiwan. Große Versorgungsprobleme in den Supermärkten. Nach dem Angriff der Volksrepublik China legen die Menschen Vorräte an. Also hat hier China oder ist China der Aggressor? Da gehen wir nochmal was bei Forschung. Ja, ich tue mich da echt schwer.
Nahrungsmittel. Geistes- und Sozialwissenschaften. Materialwissenschaft. Also ich sag mal so, diese Geistes- und Sozialwissenschaften, Industrie, Nahrungsmittel. Ja, ich tue mich ja wie gesagt gerade relativ schwer, aber Geistes- und Sozialwissenschaften ist jetzt vielleicht kein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, davon profitiert die Wirtschaft. Wo ich jetzt nochmal mit einem Kompromiss leben könnte. Ich meine, Medizin, Genetik, auf jeden Fall Energie und Umwelt sowieso, hier gehört eigentlich mehr rein. Nahrungsmittel sollte ich auch nicht wegnehmen, Informationstechnologie sowieso nicht. Militär braucht man in dem Sinne nicht, aber lassen wir mal so, Raumfahrt ist auch okay. Und da ist eigentlich nur diese Geistes- und Sozialwissenschaften, wo ich sagen würde, hier könnte ich mit dem Kompromiss leben, 9 Millionen im Jahr zu sparen und habe nicht das Gefühl, ich schädige unsere Wirtschaft. Deswegen bestätigen wir das mal. Und gucken mal, dass wir da vielleicht... Ja. Ich lasse es mal so. Ich möchte jetzt nicht noch mehr bei der Forschung wegnehmen, weil ich ja auch so großkotzig gesagt habe, ich nehme nichts von der Forschung weg. Wie gesagt, mein Ziel ist hier wirklich, dieses Ding weiter zu stopfen. Ja, Bildungspolitik geht natürlich ein bisschen nach unten, okay. Das ist mein Ziel. Ich mache mal kurz Pause. Okay, ein wirklicher Freund unseres Planeten. Die Grundlagen der ökologischen. Das wissen wir, das brauchen wir nicht nochmal anhören. Und wir haben hier, oh, Nigger, geheime Informationen. Herr Premierminister, ich habe Beweise, dass die Regierung vom Nigger im Geheimen die Terrorgruppe der von Somalia Oppositionsbewegung finanziert, die in Somalia angegriffen haben. Ich habe diese Informationen schon ihrem Geheimdienst gegeben, der sie in den Akten vermerkte. Eine knisternde Enthüllung, die sicherlich einen kleinen Aufmunterung würdig ist, also die Gegner, die einen kleinen Gefälligen keinen zu diensten sind, richtig? Oh, so viel. Ich danke Ihnen, Herr Premierminister. Es war mir ein Vergnügen. Alles klar, das heißt, Nigger unterstützt hier eine Terrorgruppe. Die Frage ist natürlich, wie können wir das jetzt hier... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier in irgendeiner Form die Information weitergeben können. Ich bin leicht, das Satellit bestellen. Okay, steht leider nicht da, wie viel das kosten würde. Na gut. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, jetzt haben wir das zwar so ein Stück weit rausgefunden, aber wie tun wir diese Sachen jetzt auch weitergeben, sag ich mal. Ne? Ich meine, wir haben jetzt die Information. Das ist alles nur im Innen. Und im Außen können wir jetzt zwar hier die Geheimakten der Staatsoberhäupter anschauen. Den Skandal eines öffentlich enthüllen. Es bringt uns ja aber eigentlich nichts, ne, wenn wir das machen. Ich könnte jetzt das bestätigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lieber die Option haben, das anderen weiterzugeben, also anderen Ländern, ne, als wie jetzt hier zu sagen, was LP wirkt müde, aber das ist normal. Es ist die Abnutzung der Macht, erzählt uns Bergonson, der Minister für Bildung bei einem Abendessen. Was? Wir sind doch hier nicht müde und abgenutzt. Zum Gegenteil, wir haben noch so viele Ziele vor Augen, wo ich sagen muss, da will ich hin. Ja, also, wie gesagt, ich kann nur immer wieder aufs Budget klicken. Nur immer wieder, jetzt sind es wieder ein bisschen mehr geworden. Aber, wie gesagt, ich denke, wir im Überschuss und hier sind wir auf dem richtigen Weg, dass wir hier wirklich noch was reißen können.
Und ich denke, das passt auch. Sie so, geben ja. Ihrem Land einen großen Das hast du schon Zug. Mal gesagt, Kollege. Also hier haben wir dann einen Vulkanausbruch. Oh, das ist auch nicht gut. Na schön. Okay, gut, dann haben wir noch mal ein bisschen in der Folge an der Stellschraube gedreht. Haben noch mal ein bisschen was in Forschung weggenommen, was meiner Meinung nach jetzt nicht so entscheidend ist. Wir werden, wie gesagt, das große Ziel im Auge behalten, ausgeglichener Haushalt. Aber wir werden natürlich auch schauen, dass wir den kleinen Leuten Geld geben. Mit den Arbeitslosenzahlen, das passt super. Oh, was ist denn hier los? Eine Kriegserklärung. Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Hä? Sehr verehrte, angesehene Mitbürger, unsere derzeitige Situation ist kritisch. Im Angesicht dieser wiederholten Provokationen durch diesen Schurkenstaat, der sowohl unser Land als auch die internationale Gemeinschaft bedroht, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, ihm den Krieg zu erklären. Wir bedauern sehr, dass die Diplomatie hier scheiterte. Es liegt nun an uns, unsere Waffen für uns sprechen zu lassen und unser Heimatland zu verteidigen. Hat der uns jetzt einen Krieg erklärt? Will der mich irgendwie verarschen? Wir haben doch was haben wir mit dem Kongo zu tun? Ist das, weil wir da haben wir im Kongo Geheimdienst platziert? Außen? Wo waren das? Justiz. War doch irgendwo hier, wo ich das einsehen konnte, ne? Wo wir unsere Agenten haben. Nö, haben wir auch nicht. Somalia, Togo, Polen und Niger sind wir aktiv. Hat er uns jetzt. Hat er uns einen Krieg erklärt? Okay, wo kann ich das hier einsehen, wer mit wem gerade im Krieg ist? Das ist, sehr eigenartig. Aber ich kann hier nirgendwo einsehen, wer mit wem im Krieg ist, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der uns einen Krieg erklärt. Irgendwo einsehen. Ja, keine Ahnung. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Konflikt. Okay, hier haben wir doch was. Ruanda und Demokratische Republik. Okay. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Auswahl. Alles klar, sonst hat er nicht den Krieg erklärt. Alles gut, keine Angst mehr. Die diplomatische Beziehung abbrechen, alle Abkommen brechen. Ach, okay, weil wir Abkommen haben, können wir jetzt hier natürlich entsprechend eingreifen. Das ist der Grund. Okay, das heißt, wir haben, nehme ich mal an, mit Kongo einen Wirtschaftsvertrag. Wir können ja mal irgendwo schauen. Das machen wir noch schnell. Also hier haben wir keine Verträge mit Kongo oder Ruanda auch nicht. Industrie, Landwirtschaft. Muss ich mich ein bisschen an den Flaggen orientieren.
sich aber auch keins. Okay, Energie. Ah ja, hier haben wir es doch, okay. Öl. Alles klar, das heißt, wir verkaufen Öl. Und deswegen haben wir dann die Meldung bekommen. Wir werden uns aber da relativ neutral verhalten. Ja gut, dann war das nochmal zum Ende eine Schrecksekunde. Aber ist diese Kriegserklärung galt logischerweise nicht uns, sondern wohl Nachbarland. Ich weiß nicht ganz genau, ob die direkt nebeneinander sind, aber alles gut. Wir sind weiter im Frieden, wir müssen unser Militär nicht aufstocken und ja, können dann ganz beruhigt hier mit einem ja, etwas klopfenden Herzen, aber ist alles gut, hier die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!